Wenn man Daniel Radcliffe hört, dann denken sicherlich die allermeisten zunächst einmal an Harry Potter, aber fernab seiner ikonischen Performance in diesem Franchise, das für so viele Menschen sicherlich Kindheit und Jugend ist, hat er danach vor allem immer wieder Rollen gewählt, die durchaus auch spezieller sind. Nehmen wir beispielsweise Horns, Jungle, Guns Akimbo oder als Leiche, die furzen kann in Swiss Army Man. Er hat sichtlich Spaß daran, Rollen zu wählen, die durchaus anders daherkommen. Und dabei deckt die Qualität der Filme, die er dabei wählt, eine so große Range ab, dass man nie so richtig weiß, was einen da als nächstes erwartet. Einen weiteren Film mit ihm in der Hauptrolle, den kann man seit Ende Mai als Direct-to-DVD- bzw. Blu-ray-Film anschauen, seit einigen Tagen aber auch auf Netflix. Und der Titel des Films gibt eigentlich auch schon wieder ganz gut dar oder stellt dar, was man durchaus empfindet, wenn man sich den Film anschaut. Denn die Rede ist von Weird, die Al Yankovic-Story. Quasi ein musikalisches Biopic über Al Yankovic, einen Künstler, der vor allem in den 80er Jahren bekannt damit geworden ist, Parodien auf große bekannte Songs zu machen. Aus Like a Virgin wurde Like a Surgeon, aus Another One Bites the Dust wurde Another One Rides the Dust, aus My Sharona wurde My Bologna und so weiter und so fort, bis hin zu Michael Jacksons Eat It statt eben Beat It. Und genau bei dieser Idee hat Al Yankovic einen Film darüber machen zu wollen, selbst am Drehbuch mitgeschrieben und macht im Grunde eine Parodie auf zuletzt so gut funktionierende Musiker-Biopics wie meinetwegen Bohemian Rhapsody, Rocketman oder meinetwegen auch Elvis und erzählt erst einmal die Ausgangssituation in diesem Film über sich selbst als Junge, wie er aufwächst und als Kind schon auf bekannte Songs gerne wie aus Amazing Grace andere Texte machen will, was man bei ihm zu Hause überhaupt nicht gut heißt. Und vor allem der Vater hat für seinen Sohn eine Arbeit in der Fabrik vorgesehen, genauso wie er selbst einen richtigen Job zu machen. Das dabei die Wurzeln vielleicht selbst ganz andere sind, wird man irgendwann erleben. Aber Al hält an seinem Traum fest und von seiner Mutter unterstützt bekommt er tatsächlich irgendwann ein Akkordeon in die Hände. Und dann springen wir in die Zeit, in der er sich nach L.A. absetzt, in der er mit Studenten, als er anfängt, seine ersten Parodien aufzunehmen, so sehr supported wird, dass die direkt seine Band werden und Polka aber gehasst wird in der Öffentlichkeit, wie es eigentlich in den 80er Jahren eher der Rockmusik zum Teil wurde, zumindest verpönten als gefährliche Musik, die die Jugend doch verleiht könnte in Richtung ganz falscher Gedanken. Und dann ist es eben diese Geschichte, die anfängt, als wäre sie noch irgendwie ein echtes Biopic, die dann völlig frei dreht und in alle Richtungen skurrilste Ideen aufbaut, Dinge umkehrt und sich irgendwann fragt, ist jetzt Al derjenige kopiert oder ist es nicht doch beispielsweise Michael Jackson? Und so abstrus, wie das klingt, gibt es irgendwann noch Action-Einlagen im Rambo-Stil, wo man sich auch fragt, wo kommt das denn her? Und immer wieder hatte ich das Gefühl, gucke ich jetzt eigentlich immer noch den gleichen Film? Aber das besonders Schöne ist daran, dass Daniel Radcliffe einen Heidenspaß hat, in Weird the Al Yankovic Story mit seiner kompletten Lockenpracht, physisch komplett in Form, mit seinem Schnauzer und dann dem Akkordeon in der Hand, was er beeindruckend gut spielen kann, wie ich finde, und dann auch die Songs performt in abstrusen Ideen, wo ein Salvador Dali auf einen Andy Warhol und den Drummer von Queen trifft, beziehungsweise John Deacon dann eben, nicht Drummer, den Bassisten, und dann auf einer Party sich die nächste Parodie anbahnt, wo man sich fragt, okay, das ist so bescheuert. Das ist wirklich so albern und bescheuert, dass ich voll Spaß hatte. Hat genau meinen Humor getroffen und ich weiß, das ist ein ganz spitzer Humor und eine ganz dünne Linie, aber ich fand den Film, auch wenn er zu lang geraten ist immer wieder und der Humor ist sicherlich für jeden, funktioniert durchweg immer wieder unterhaltsam, weil vor allem eben Daniel Radcliffe nicht nur mit der Freude aufspielt, sondern immer wieder auch in dieser Grundtonalität, auch in diesen manchmal ausgeblichenen, verwaschenen Bildern, die so ein 80er-Jahres-Stil mit der Kamera eingefangen repräsentieren sollen, auch gegen die Grundtonalität des Films immer wieder anspielt, sodass es so eine merkwürdige, aber dennoch interessante Kombination ergibt und am Ende ein Film entsteht, wo ich mir denke, sowas habe ich schon eine Weile nicht mehr gesehen und eigentlich würde ich auch gerne davon sehen, mehr davon sehen wollen. Und wenn wir dann noch Gastauftritte bekommen von einem Patton Oswalt, von einem beispielsweise Jack Black, von einem Conan O'Brien oder auch ein größerer Part durch Evan Rachel Wood aufgefüllt wird und wir dann trotzdem noch diese Ebene haben zwischen Al und seinem Vater, zwischen Al und seinem Mentorin, Dr. Demento, wo man sich dann auch einen Harry Potter der Gag erst gar nicht entgehen lässt oder auch eben diese abstrusen Zusammenkünfte entstehen, aber auch letztendlich seine Band und die Geschichte eines Aufstiegs und auch eines Falls erzählt. Und der wahre Al Yankovic hat tatsächlich auch mehrfach Platin gewonnen für seine Parodien. Dann ist das schon so eine Konstellation, wo ich mir denke, so absurd wie das eigene Leben, es fühlt sich dieser Film an manchmal, als wäre ich in einer krassen Low-Budget überdrehten Variante von Forrest Gump gelandet. Und ich muss sagen, das mochte ich. Schafft der Film das, 112 Minuten zu tragen? Nee. Der hätte wirklich 20
Minuten kürzer sein können, aber dem sprüht so eine originelle Frische heraus, bei der Eric Appel als Regisseur, der sonst eher so in TV-Serien zu finden ist wie The Office, New Girl oder Brooklyn Nine-Nine oder Silicon Valley und noch vieles mehr, mit einem Budget von nur 8 Millionen Dollar, und das kann sicherlich für Daniel Radcliffe kein Grund gewesen sein, diese Rollen anzunehmen. Ich glaube, nach Harry Potter braucht er sich sowieso über Kohle nie wieder Sorgen machen. Der hat einfach Freude daran, wenn anscheinend Rollen so besonders absurd aussehen, zu sagen, ja, das mache ich, und manchmal klappt das und manchmal klappt das nicht. Und ich finde, hier gelingt es deutlich besser, als wenn man sich den Titel anhört, Weird, die Al Yankovic Story. Dass man dann die Musik grausiger, auf eine grausige Art und Weise fast einem so nahe geht, dass man diese Sachen nicht mehr aus dem Kopf bekommt, wenn dann aus, ja, wenn dann das My Bologna singt und denkt die ganze Zeit so, ey, scheiße, ich krieg diese Songs nicht mehr aus meinem Kopf heraus, dann ist das eigentlich auch eine gute Arbeit des Films. Und so mag ich sowohl in der Ausstattung und den Stil und diese überzogenen Geschichten, weil da switchen zum Beispiel Figuren von jetzt auf gleich mit dem Fingerschnitt, besonders rund um die Vater-Sohn-Geschichte, wo ich sonst bei jedem Drama sagen würde, wo kommt denn das jetzt her? Das funktioniert doch in sich überhaupt gar nicht erzählt. Aber weil hier in der Konsequenz der gesamte Film so überdreht erzählt ist, funktioniert es dann auch genau dann, weil er sich nie wirklich ernst nimmt. Und es ist schön zu sehen, wie der Ausgangspunkt von Weird, the Al Yankovic Story, im Grunde irgendwo noch einen Kern hat, wo man sagt, der ist noch so erdig verankert und da kann man mitgehen. Und dann die ganze Zeit den inszenatorischen Stil eines musikalischen Biopics, also den Werdegang zu einem Peak und dann was danach kommt, verfolgt, aber das alles dann befüllt neben dieser Struktur, die wir kennen, mit so viel Schwachsinn, dass ich auch ein bisschen Hut davor ziehe, weil um das zu können und um parodieren zu können, muss man auch Fakten über die eigentlichen Genre wissen, und das ist nicht nur dann reine Blödelei, wie ich finde. Also unterm Strich, mir hat Weird, die Al Yankovic Story Spaß gemacht, vor allem weil Daniel Radcliffe, aber der gesamte Cast auf seine Art und Weise Freude hat. Er ist für mich dann durchgehend unterhaltsam, schafft eben eine Struktur, die wir kennen, und damit vermischt er eben einen ganz anderen Ansatz mit einer bekannten Komponente eines Genres, was zuletzt ja auch sehr erfolgreich war in den letzten Jahren, aber fast schon ein bisschen zu überladen ist, wenn wir uns in Richtung dieser ganzen Musiker-Biopics anschauen. Solche Filme mit so einer Tonalität, wo fast schon auch gefühlt so ein kleiner Hotshots-Faktor aus meiner Sicht mit reinkommt, gibt es einfach in den letzten Jahren gefühlt gar nicht mehr. Deswegen wünsche ich mir mehr davon. Es ist nicht nur Blödelkomödie, sondern leidenschaftliche Blödelkomödie. Und das macht einen Unterschied, wie ich finde. Und dementsprechend bin ich sehr gerne bei Weird, die Al Yankovic Story, bei 7,5 von 10 möglichen Punkten als Komödie dabei und auch insgesamt 7 von 10 möglichen Punkten, weil das mindestens mal das Interesse über das wahre Leben dieses Menschen durchaus auch weckt. Und ich weiß, das ist ein sehr kleiner und sicherlich auch nischiger Film, aber ich finde, eine kleine Entdeckung. Und dementsprechend bin ich mal gespannt, falls ihr ihn gesehen habt, was ihr über Weird, die Al Yankovic Story zu sagen habt. Und dann bin ich am Ende dieses Videos, bedanke mich fürs Reinschalten und wünsche euch wie immer ganz viel Spaß beim Filme schauen.